Hallöchen Leute, wir sind wieder etwas mehr unterwegs. Heute zum Beispiel mit Lajos und seiner Frau. Zuerst geht es mal in Lotus. Scheint wesentlich kleiner zu sein als in Hua Hin. Und ich möchte mal gucken, ob ich da einen Ständer oder ein Stativ für meinen Gimbal finde. So, auf geht's. Mal sehen, ob die nicht schon was zu meckern haben, wenn ich da mit Kamera aufschlag. Oh, schicker Automat hier. Getränke und kleine Snacks. Was ganz Neues. Gesund. Meine Güte hier. Alles Handyläden. Da hinten ein paar Klamotten. Moshi Moshi, kenne ich auch noch aus dem Korat. Ist so ein preiswerter Laden, in dem man so ein Nippes und alles bekommt. So Leute, und da ist der Foodcourt hier. Sieht wunderschön sauber und gepflegt aus, muss ich sagen. Große Auswahl. Und die Lebensmittelabteilung. Wir benötigen Kaffee. Frohe Weihnachten. Kaffee, Coffee-Creamer, Rest holen wir wann anders. Knoblauch muss auch noch mit. Auch zur Kasse. Mit einer schicken Tüte, 555 Baht. Und ja, nichts gefunden. Lajos und Frau frühstücken erstmal hier. Da und ich haben unterwegs schon gegessen. Einmal Wuppel mit Reis. Einmal Nudelsüppchen. Und? Mit Schwein. Und da kommt noch, keine Ahnung was. Gyoza. Was? Gyoza. Ach so. Naja. Jo Leute, wir sind jetzt am Dalé Hotel. Da möchten wir uns mit einem Abonnenten von mir treffen. Lajos hat auch mittlerweile Kontakt zu ihm. Schauen wir mal, wann Cocoon hier aufschlägt. Mit bürgerlichem Namen heißt er Jürgen. So, da ist ein kleiner Café, in dem wir uns treffen werden. Schauen wir mal kurz rein. Gerade das war scheinbar die Lobby. Eigentlich der Café ist hier. Da werden Bestellungen aufgenommen und die sind alle dreimal wieder zu bequem, um auch nur einen Schritt zu laufen. Am Strand von Charme war ich auch schon längere Zeit nicht mehr unterwegs. Schauen wir mal, was sich hier so tut. Allzu viel scheint es nicht zu sein. Während der Woche, an einem Dienstag heute. Hier geht es dann auch direkt ziemlich steil zum Strand runter. Ein paar Leute sind da im Wasser. Ansonsten auch hier die Liegestühle nicht so gut belegt. Seafood. Und da reiht sich nach wie vor Café an Café, Hotel an Hotel und Restaurant an Restaurant. Bin heute, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen zu bequem, um da überall mal lang zu laufen und mir mal einen Überblick zu verschaffen, wie viele von den Läden mittlerweile geschlossen haben. War ja vor einiger Zeit, als wir da vorbeigelaufen sind, die Kai und ich, schon ziemlich vieles geschlossen. Gehen wir hier noch mal kurz gucken, aufs Meer hinaus. Charme City 2022, werden die Schriftzüge erneuert, auch Beleuchtung angebracht. Gucken wir mal, wie das funktioniert, wie die sich das vorstellen. Und in dem Teil vom Strand deutlich mehr zu tun.
Kakao. Mittlerweile wurde sogar serviert. Kaffee, ja. Ja, Larosch ist wirklich lustig. Er meint, ich soll zum Friseur gehen, nur vielmehr seine Frau wird mir die Haare schneiden. Selber war er allerdings beim Friseur. Das stimmt aber nicht. Nee, davor war ich, hat sie geschnitten und dann sind wir nach Thailand und dann haben die hier nochmal geschnitten. Das hat ja, sie in auch Deutschland vor. Ist ja teuer. In Deutschland zahle ich doch kein 20 Euro für trockenen Haarschnitt. Ach so. Wenn sie das umsonst macht. Wir haben ja Gerät alles da. Also umsonst wir auch nicht. Nee. So sieht es aus, wenn wir 2 Stunden im Café waren. Und da ist noch jemand dazugekommen, unser Kokon, mit bürgerlichem Namen Jürgen. Jürgen, grüß Gott, ob ich da noch gehe. Und wir ziehen mal weiter, Leute. Wir gehen irgendwo essen, dürfen ein kleines Problemchen geben. Wir sind mit Lajos Pickup da. So, Aufbruchsstimmung. Und Kokon geht noch schnell Zigaretten kaufen. Wie bitte? Alte Monatsbedingungen. Das kann ja lustig werden, Leute. Hier sollen wir jetzt alle rein. Wie die Heringe, Leute. Wie die Heringe. Jetzt kannst du viel. Das hat er 1933 Autonummer. Ja, ich muss genauso einsteigen. Ey, wenn ich die Brille noch aufmache. Also, geht doch. Hat keiner gesehen. Einmal abzählen. Alle vollständig. Bis auf den Fahrer. Wo fährt der jetzt hin? Es geht zum Arroyeroy Restaurant. Lassen wir uns mal überraschen. Habt ihr das schon mal von gehört? Und da ist das Restaurant, wo überall so alte Uhren rumhängen. Alle sind ein bisschen auf Eiche gemacht. Auch die Leuchter scheinen echt alt zu sein. Nichts Nachgemachtes. Eine örtliche Dekoration, Wahnsinn. Größer als ich dachte, muss ich sagen. Hier stehen einige schöne Sachen rum. Schon die Waren hier. Überdachte Terrasse. Meine Weihnachtsgeschenke. Weil er wieder da oben ist. So, Sandwich sollte reichen. Nehmt genauso, Sandwich reichen. Ja, wir haben dafür schon unter der Deutschen American Breakfast. Ich hatte gewusst, was du machst. Naja, ich hab vielleicht die Stimmfeister. Cool! Wieder. Sieht gut aus. Menno. Hallo, liebe Zuschauer. Heute sind wir hier ohne Drohne, aber es ist sehr schön. Auch mal wieder weg von Großhandel. Ich gehe auch vom Jahr. Geraucht werden muss draußen. Ich habe gute Stimmung bei den Damen und wir ziehen uns mal zurück zu einem Männergespräch. Ich
schlimm. Ja, das Wasser, Kaulau und Dock. Da war nichts weiter. Und mal wieder vergessen, guten Appetit allerseits. Und Party. Ja Leute, Essen war gut, kann ich empfehlen. Dann machen wir Schluss für heute. Wir fahren auch nach Hause, über Moped holen und dann geht's wieder nach Hawaii. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.